just let me go up in under your spell. I love you so, it's just hard to tell. I lost my way and there's no coming back. And I'm all done, the love's all gone. Und damit seid gegrüßt, meine lieben Damen, Herren und Mittelalterfreunde, zurück zu Range of Kings. Ihr seht, es ist ein wenig dunkler. Ich habe die Brightness mal ein bisschen nach unten geschraubt, weil ich doch nachts gerne das Nachtsfeeling auch hätte. Und ich wollte mal ganz kurz gucken, gleich am Anfang. Es gibt jetzt also kein Bett, mit dem man wirklich schlafen kann, oder? Set Spawn Location. Nope, man kann also mit keinem Bett richtig schlafen. Na gut, was haben wir denn hier? Iron Schlags, Device used for capturing. Lockpick, can be used to pick more locks in escape rope. Okay. Ja, wir waren beim letzten Mal dabei, hier ein bisschen was abzufällen. Es sind momentan nicht sehr viele Spieler auf dem Server. Es ist momentan, ich glaube, es ist 12.45 Uhr. So. Da waren keine Bären mehr dran. Shit. So. Ich würde sagen, wir begeben uns erstmal auf die Suche nach einem kleinen Bäumchen hier. Der sieht gut aus. Wir müssen darauf achten, glaube ich, dass wir nur die großen Bäume abholzen. Ah, mal gucken, wie hoch der Steuersatz ist. Ich glaube, der ist immer noch bei 6% ungefähr. Sehen wir gleich. Ne, bei 5% ist er mittlerweile. Okay. So, dann wollen wir mal den Baum abholzen. Ich weiß gar nicht, ob jetzt ordentlich, ich weiß gar nicht, wie viel Inventar ich gerade habe. Muss ich gleich mal schauen. Nein. Hier geblieben. Wollte erst den halben Hang hier runter. So. One hap. Sehr schön. 316, das lässt sich sehen. Ich mach mal die Fackel an. Also ich finde es cool, dass man mit der Fackel dann im Wald so rumläuft und so. Das finde ich eigentlich ganz geil. Und wir müssen uns auf jeden Fall einen Wald suchen. Ich will mal gucken, ob jetzt hier hinten eigentlich alles neu gespawnt ist an Bäumen oder ob die Bäume jetzt weg sind. Das würde mich interessieren. Habe ich da gar nicht so drauf geachtet. Konkret Händlergilde. Nee, hier ist nichts dazu gekommen. Okay, dann will ich hier nicht allzu viel holzen. Dann besuchen wir meine Nachbarn da oben. Habe ich denn noch was zu trinken dabei? Das zu trinken habe ich, glaube ich, weggelegt. Ich muss sowieso mal ein bisschen was weglegen. Wir legen erstmal kurz was weg. Weil wir müssen ja ordentlich Platz im Inventar schaffen jetzt. Ne, da war es noch nicht. Hier war es. So. Zeig mal her. Okay, was zu trinken nehmen wir mit. Dann, also können wir nicht. Die Sticks können weg. Was kann noch weg? Das Stiffbett kann weg. Das Tor kann weg. Das kann weg. Das Eisen behalte ich mal. Weg. Die Woodchest, die eine kann weg. Der Sharp Rock kann erstmal weg. Ich werde es bestimmt nicht gefesselt. Ich hoffe es zumindest nicht. Nimm. Die Charcoal kann weg. Ich habe die Kiste. Setze ich mir mal direkt mal hierher. So. Dann kann noch weg. Der Clay kann weg. Ich muss ganz kurz gucken. Also wenn wir das jetzt hier hinlegen. Da ich den Helm ja sowieso nicht aufsetze gerade. Und da ich jetzt auch keinen Bock habe, den mit mir rumzuschleppen, kommt der mal hierher. Dann kommen mal die Waffen hierher. So, obwohl den Helm lasse ich mal. So, genau. Dann ist hier unten die Waffenleiste, die ich jetzt ausgezogen habe, auszusehen. Dann kommt hier das rein. Hier oben kommt das Zeug, was wir sammeln, rein.
so, nee, nicht so, sondern hier. So. Obwohl, komm, wir ziehen mal den Helm an. Wir ziehen den Helm aber mal an. Und go, los geht's. Und dann begeben wir uns mal ein bisschen weg von hier. Haben jetzt genug Platz im Inventar, um aber ordentlich zu holzen. Haben wir denn hier noch was drin? Ich glaube nicht, gell? Hier war aus... Nope, da mal alles ausgeholt. Kann man das upgraden? Bitte? Ach, guck mal, da sieht man die Statistiken jetzt, oder wie? Okay, wenn ich das öffne, sehe ich die Statistiken. Kann ich das mit I auch sehen? Ah, wenn ich das Inventory aufmache, sehe ich das. Der Text ist momentan 5%. Ich habe gerade nochmal mit dem Server-Admin geredet und ihn gefragt, ob denn wirklich nun hier noch Roblox betrieben wird, weil wir letzte Folge ja so komische, seltsame Namen gesehen haben und so. Und er meinte, er hat mir versichert, dass hier das Roblox noch stattfindet und da bin ich ja ganz froh. Ich höre jetzt mal hier oben. Ah, so. Und klack. Und klack. Das ist cool mit der Rüstung, also auf jeden Fall sind wir nicht mehr von den Schlechteren. Wir sind schon ein bisschen fortgeschritten. Wird glaube ich... Ich glaube, das ist momentan... Hallo? Sehr große Folgen von allen Let's Plays geben wird. Ich habe jetzt gerade eben 4 Stunden Torchlight aufgenommen. Jetzt habe ich noch... ich habe schon die ersten 30 Minuten Folgen hiervon gerendert. Also 35 Minuten Folgen habe ich schon. Jetzt kommt hier nochmal eine Aufnahme dazu. Da bin ich bestimmt nochmal bei. Ich denke mal, sind das hier noch... anderthalb Stunden kommen. Und... damit. Hier oben kann ich ja alles abholzen. Ich stürze mich nicht. So. Und zack. Na komm. So wäre der auch weg. Steht da einer? Nee. Ich dachte, da steht einer. Das ist aber nur ein Dings. Wie gesagt, momentan sind glaube ich 2 Leute online auf dem Server. Ich finde es auch schade, dass man sich das einsehen kann. Wer hier online ist. So, öffentliches Inventar. Wie habe ich gerade an Holz? 700, das sieht schon gut aus. Das sieht ja gut aus. Und hepp. Und dann, ich glaube, ich habe aber damit, glaube ich, jetzt schon die beste Rüstung, die es gibt. Ne? Die beste. Geht gar nicht mehr besser, außer die komplette Stahlrüstung. Was ich sehr traurig finden würde. Aber man weiß ja nicht. Uasse. So. Und hier. Und hier. Und drauf. Und drum. Und drum herum. Ich sehe mir das Bäumchen an. Weil ich so gern das Bäumchen hacken kann. Hier gibt es keinen Sinn. Jump und hauen. Jump und hauen. Jump und. Ich bin ja voll der. Warte. Jump und bam. Jump und bam. Jump und bam. Jump und bam. Na gut. Jump. Okay, ist der Baum auch weg. So, hier ist auch noch ein großer, den nehme ich auch noch mit. Ey, jetzt wieder kommt Wunder. Hä, was ist hier los? Oh, ich habe Holzfäller dagegen. Okay, gut. So, hopp. Oh, hopp. Alter, der wird bestimmt ewig für das Haus gebraucht haben, wenn ich mir das so angucke. Sieht schon groß aus. Im Vergleich zu dem, was ich habe. Da wird er bestimmt ein bisschen geholzt haben dafür. Na komm her. Ziel ist es einfach mal eine ganze Menge Ressourcen zu sammeln in der Aufnahme. Dann mit einem vollen Ressourcenkoffer wieder zurückzukommen. Das ist eigentlich das Ziel. Wir suchen Flachs, wir suchen Eisen, wir suchen Stein, wir suchen Holz. Das sind so die 4 Komponenten, die wir suchen. Und wenn wir ein bisschen Fleisch abgreifen können zwischendrin, ist auch nicht verkehrt. So.
Jetzt will ich auch mal gucken, was die Mühle macht. Das wäre eine ganz gute Idee, mal zu schauen, was sie macht, bevor ich auf sie spare, weil wir wollten ja auf die Mühle sparen. Gut, dass der hier eine hat hier oben, dann kann ich gleich mal gucken. Okay, Inputs Dirt and Water und Grain bekommen wir da raus. Was ist Grain? Na gut. Mehl wird es nicht sein, glaube ich. Also wer aus Dirt und Water Mehl macht, der muss ich mir, sollte ich mir Gedanken machen. Ist das eine Kiste? Ich will immer noch testen, ob man aus Kisten was rausnehmen kann. Aber ich finde nicht eine. Und ich will jetzt nochmal hoch zum König zu rennen. Da stehen zwar Kisten, aber da habe ich jetzt gebraucht hoch zu gehen. Ich bin der Holzfällermann, der Holz fällen kann. Ich schlage mit der Axt, weil mir das gar nicht magst. Was? Ich fände es auch richtig geil, muss ich gestehen, wenn hier Skillsystem eingeführt wird. Somit. Dass man dann wirklich so skillen kann und auch mal mehr Punkte aufs Holzfällen legen kann. Wunderschönen guten Tag. Mal höflich fragen. Ich höre mal weiter, solange er mich nicht angreift. Das ist der Freakstyle. Ah, okay. Ich fälle, ich bin Baumfäller, mein Herr, und fälle die großen alten Bäume in der Gegend. Sollte ich mich zu weit auf ihr Grundstück gewagt haben, bitte ich um Vergebung. Ah, die Bäume nehme ich auch mit. So. Hä? Das muss ich nicht verstehen. Tiere grasen unter Bäumen. Verzeiht meine Unwissenheit. Mit Vieh kenne ich mich nicht so aus. Wollte niemanden ärgern. Es ist eigentlich eine ziemliche Schwierigkeit, Fragen zu stellen, die roleplay-mäßig sind, aber die Tiere suchen Schutz bei Bäumen und nicht im freien Land. Verzeiht mir. So ziehe ich weiter. Ziehe hast du falsch geschrieben. So, wo ist dein Haus? Das ist da hinten. Das heißt, hier könnten wir ein wenig
abgrasen. Das ist übrigens... Nee, das ist nicht der Boss. Ich danke euch. Der Freestyler ist Admin, aber der gehört, glaube ich, nicht zum Königshaus. Bin mir jetzt gar nicht sicher. So, der weiß nicht, was wir denn... Haus entfernt sein. Hoffe ich. Jetzt kriege ich doch mal auf die Fresse. Also ich hatte gerade echt Angst, muss ich gestehen, als der kam, dass der mir aufs Maul kloppt. Da hatte ich gerade ein bisschen Sorgen drum. Das muss ja nun wirklich nicht sein. Tiere grasen unter Bäumen. Das heißt, wir hätten eventuell die Chance, dass bei uns, wenn wir die Bäume bei uns auch stehen lassen, die Tiere da grasen. Gut zu wissen. So. Dann gehe ich mal hier ins Gebälk, weil hier wohnt ja keiner. Gut, man lernt natürlich auch als Holzfäller dazu. Das ist natürlich eine wunderbare Angelegenheit. Und wir haben das alles im Roleplay-Stil gelöst. Genau das ist ja unser Anliegen. Und dann kloppt man den nächsten Baum um hier. Oh, so, ist man ja schön in den König Holz mit abhacken. Wir wollen ja ein anständiger Bürger sein. Und... Oh. Währung wäre auch nicht schlecht in dem Spiel. Ich hoffe, da wird noch viel getan. Ich muss mal das Forum aufsuchen. Das habe ich nicht gemacht. Normalerweise mache ich das bei solchen Spielen immer, dass ich das Forum aufsuche und mich belese, was da noch so kommt. Ab und... Oh, die ist schnell. Stimmt, wir haben mit der 9 ja noch gar nicht gearbeitet. Die ist schnell. Komm, ich kriege jetzt auch mehr raus. Ne, immer nur eins. Okay. Die ist richtig schnell, das gefällt mir. Dann nehme ich für die drei Dinger mal ganz schnell mit hier. Ist das da Eisen? Ich weiß gar nicht, soll das auch Eisen? Da brauchen wir für ein Ding 9 Schläge. Vorher haben wir, ich glaube, 20 gebraucht oder so. Diesen einen fetten Baum, da möchte ich gerne stehen lassen, der sieht sehr schön aus. Genau, an dem fetten Baum kann ich theoretisch mal beobachten, ob die Bäume nachwachsen. Das wäre mal eine interessante Option. Wisst ihr denn, ob Bäume nachwachsen? Ob Bäume in geraumer Zeit nachwachsen, mein Herr? Die Frage könnte ich jetzt unmöglich unmittelalterlich stellen. Das war jetzt ein bisschen... Ich glaube, also ich glaube zumindest. Wenn euch was einfällt... Ah, ich habe das Wasser vergessen. 4. Ah. Vielen Dank. Ist nichts. So. Und dann hauen wir weiter drauf. Es ist jetzt ein bisschen unrealistisch, eigentlich, wenn man sich über große Entfernungen miteinander unterhalten. Normalerweise müsste man stehen bleiben, aber ich meine, ich bin jetzt hier ein Let's Player und ich kann das nicht von den Leuten erwarten, dass sie stehen bleiben, wenn ich mit denen rede, nur damit sie mit Let's Player authentisch kommt. Das ist natürlich nicht die Sache. Ich bin froh, dass viele sich hier mit einem Rollband mithalten, das ist schon mal einiges mehr als ich erhofft hätte. Bams. Oh, ist das. Oh, ist das. Oh, scheiße. Und dann hier noch drauf. Alter, was der König an Steuern von uns bekommt, das ist, glaube ich, ziemlich viel. Ich kann gleich mal gucken, was der König so an uns heute schon verdient hat. Und hepp. Und hepp. Und es wird langsam wieder Nacht. Aber wir können sowieso nicht schlafen oder so. Wir müssen vielleicht mal Feuer am Haus machen. Das wäre wohl eine gute Option. Oh. Wer ist denn das? Steckt die Bude in Brand! Natürlich nicht. Ah, okay. 4.
So. Wir laufen einmal um die Bude rum. Die Bären geben zum Glück eine ganze Menge Nahrung. So. Und am Wegesrand sollen ja... Ah ne, hier geht's zur Geisterschaft. Hier oben war noch eine Steinader. Kann ich eigentlich hier auch drauf kloppen? Nee, okay. Ich sehe scharf, aber ich weiß, dass hier auch die Wölfe waren, deswegen bin ich gerade ein wenig vorsichtig. Das Schaf. Merkt ihr das? Ah, sehr schön, Flex. Es regnet. Und nicht zu knapp. Ah, Bären. Krasses Regnet, oh mein Gott. Hoffentlich hört man mich doch. Ich dachte, man hört mich nicht wirklich noch, weil das müsste ich testen, das weiß ich, wenn ich immer nicht dabei hört. Ich hoffe sehr. Es ist ein schauriger Regen, wir müssen auf jeden Fall. Oh mein Gott. Eieiei. Moment. Kleinen Moment. Ah, okay. Das ist schon besser. Jetzt regnet es zwar immer noch, aber es ist nicht mehr ganz so laut. Okay, das ist das Schafhammer. Tut mir sehr leid. Boah, auf den Kopf, auf den Kopf. Ja, wieder Blut bekommen. Ich weiß immer noch nicht, wofür das Blut da sein soll. Loverhide, Bone und Bowl. Oh, das geht ganz schön viel ab, das Schaf. Das waren nur Sticks. Sticks. So, das ist Flachs, das nehmen wir mit. Hier war doch irgendwo... Ah, genau, da war eine Ader. Ah ne, das war diese Verarscher-Ader, die uns so getan hat, das wäre sie was. Die richtigen Adern waren weiter unten, glaube ich. Stone ist... Ach so. Wir sind schon wieder voll. Na super. Ich werf mal die Fackel weg. Ja, komm. Ich werf die Fackel mal weg. Auch nichts. Es ist gerade ein wenig dunkel, ich weiß. Hier ist doch, oder? Genau, Iron. Ach, drauf da. Eieieiei. 3500 Holz, ich weiß es gar nicht. Ich hoffe 3500.
2500. Das heißt, der König hat allein durch uns bei 1000 liegt er 50, 100, 125 Holz gekriegt. Nicht schlecht. Ist hier die Eisader noch da? Jawoll. Nimm ich mit. Und hopp. Und hopp. Und hopp. Und hopp. Und hopp. Okay. Das mach ich. Irgendwas ist hinter mir. Irgendwas ist hinter mir. Ich glaube, es ist der Wolf. Ich sehe nicht, was hinter mir ist. Vielleicht auch einfach nur ein Trugschluss. Ich farme hier mal noch ein wenig von dem Flachs. Das werden wir auf jeden Fall brauchen. Okay, die Nacht neigt sich langsam ihrem Ende. Und ich hätte echt gedacht, dass die Bäume sich vielleicht so vorpflanzen, dass wenn ein großer ist, dass der dann kleine Setzling abwirft oder so. Das wäre schon cool gewesen, aber so realistisch ist das Spiel dann doch nicht. Ich dachte, da bewegt sich was, aber das sind nur Flachsbüsche. Aber die nehme ich auch mit, die Flachsbüsche, das ist für diesen wichtig. Wichtig, wichtig, wichtig. Ich finde es schön, wenn die Lichter nur an wären, wenn diejenigen da sind, weil dann wüsste man, wer da ist und wer nicht da ist. Aber wenn die Lichter immer brennen, dann ist das ein bisschen doof.